Topfgucker TV empfiehlt. So, und jetzt sind wir in unserer Küche und fangen an mit Kochen. Heute machen wir ein Dessert, und zwar einen süßen Kloß. Den kann man ebenfalls variieren. Wir füllen den heute mit Heidelbeeren. Als erstes für das Gericht setzen wir Salzwasser an, damit, wenn wir den Teig fertig haben, sofort die Klöße in das Salzwasser hineintun können, in kochendes. Es sollte leicht köcheln, nicht sprudelnd kochen. Wir nehmen für unsere Klöße heute Quark, Weichweizengrieß, etwas Semmelmehl, weiche Butter und zwei Eier. Dazu gehört noch eine kräftige Prise Salz. Deswegen kann man das auch als Süßes nehmen und auch als herzhaften Kloß. Ja. Als erstes kommt die Butter in die Schüssel. Dazu werden die Eier eingeschlagen. Diese zwei Komponenten werden erstmal kräftig gerührt und müssen schaumig werden. Schön langsam anfangen. Jetzt haben wir die Butter und das Ei schön schaumig aufgeschlagen. Können wir den Mixer beiseite legen. Und dazu werden rigoros alle anderen Zutaten hineingegeben, geschüttelt. Quark, der Grieß, wir nehmen wie gesagt Weichweizengrieß und etwas Semmelmehl, ungefähr 2 Esslöffel. Weil es sich um einen nassen Teig handelt, macht es immer Sinn, die Hände etwas anzufeuchten. Und dann wird die ganze Masse zu einem weichen Teig verarbeitet. So, der kann auch ruhig, er muss schon ein bisschen Konsistenz haben, aber kann ruhig ein richtiger weicher Teig sein. Dazu kommt eine wirklich kräftige Prise Salz. Man kann auch zu vielen Desserts, kann man ruhig eine Prise Salz dazu tun. Das tut niemand. Im Gegenteil, das tut immer den Geschmack etwas anheben. So. Jetzt lassen wir das ein bisschen ruhen. So, hier sind wir soweit vorbereitet. Ah, das Wasser kocht. Wir können es etwas kleiner schalten. Es braucht nicht ganz so stark kochen. Es soll nur so leicht, genau, ja, so sieht es gut aus. So. Wichtig ist, wie gesagt, wir haben einen feuchten Teig, die Hände unbedingt anfeuchten, dadurch lassen sich die Kugeln auch schneller formen. Nicht zu groß machen, ein kleines Loch in die Mitte und dann stecken wir einfach mal eine ganze paar Beeren hier rein und verschließen das Ganze mit der Masse. Haben Sie ein bisschen Geduld, auch mit sich selbst. Der erste ist immer der schwierigste. Mit der Zeit wird es dann einfacher. Wichtig ist, dass wirklich ringsherum alles verschlossen ist. Und dann den Teig sofort in das leicht kochende Wasser hineingleiten lassen. Ja, die ganz guten Köche, die drehen den Teig hinein, damit es schön rund bleibt. Ruhig etwas mehr Masse nehmen. Man kann auch die etwas größer machen. Dann kriegt man eben etwas mehr Beeren rein. Jeder, wie er es gerne möchte. Nicht zu viel Beeren, sonst platzen die Klöße auf und das wird dann auch nicht sehr schön. Wie gesagt, das Wichtigste ist wirklich, dass der Kloß ringsherum verschlossen ist, damit die Beeren schön in der Mitte sind. Und wenn der Kloß nicht ganz rund oder ganz unförmig aussieht, ist das ja nicht so schlimm. Wir wollen ja ein leckeres Dessert haben und legen mehr Wert darauf, dass es schmeckt, als dass der Kloß aussieht wie gemalt. Das muss nicht sein. Sehen auch ein schöner Teig, nur schönes Gematsche für die Kinder. Also der Teig ist ja relativ einfach zu herzustellen. Wichtig ist, dass sie sich an die Rezeptur halten. Die geben mir dann noch bekannt. Und für die Kinder ist das natürlich sensationell, richtig zu punchen und zu matschen und mal ihr Glück zu probieren in der Küche. Die Mama und Papa passen schön auf, dass die Kinder sich nicht verbrennen. Man kann also auch zum Beispiel diese Klöße, genau dieselben, derselbe Teig, weil in diesem Teig ist kein Zucker drin, könnte man Sauerkirschen zum Beispiel machen und nimmt das als Beilage zu einem deftigen Wildbraten. Wo es schmeckt wunderbar, funktioniert super. Ja. Sie können sie mit Birnen sogar füllen, die würde ich aber vorher hier etwas leicht andünsten, damit sie nicht so hart werden. Also es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Probieren Sie es einfach mal aus.
sagen Sie uns Bescheid. Wir lernen auch gerne was dazu. So, die Klöße sind jetzt alle drin. Sie müssen auf alle Fälle auf eins achten. Sie sollten auf die Uhr gucken, weil man kann nicht so leicht feststellen, sind die durch oder nicht durch. 5 Minuten länger stört nicht ganz, auf keinen Fall kürzer. Sie müssen wirklich mit 20 Minuten Garzeit rechnen. Bei der Größe der Klöße ist 20 Minuten noch okay. Ich glaube nicht, dass wir großartig länger machen müssen. Während die Klöße langsam vor sich hinschmuggeln, können wir schon mal für den Nachtisch etwas Butter erhitzen. Und zwar wollen wir braune Butter haben. Ja, das dauert ein bisschen. Ja, Sie sehen auch, Klöße wunderbar. Man kann sie zwischendurch mal ein bisschen drehen. Das ist auch die anderen Seiten. Ja, Sie sehen, einfach mal antipsen. Dann werden die Seiten noch ein bisschen gleichmäßig. Haben wir noch einen kleinen. So, wichtig ist bei der Butter, wir wollen die nicht nur flüssig haben, wir wollen sie auch leicht gebräunt haben, damit sie einen angenehmen Nussgeschmack bekommt, aber nicht verbrennen. Deswegen bei solchen Sachen immer stehen bleiben dabei. Mit gebührendem Abstand, manchmal Spritz. Meines Erachtens die Butter immer etwa in der Bewegung halten, damit sie nicht an einer Stelle verbrennt und an der anderen Stelle noch nicht weich ist. Und in der Butter ist ja viel Wasser drin. Um eine braune Butter zu bekommen, ist erforderlich, dass das Wasser verdampft. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und der Übergang aber zwischen braun und verbrannt ist ziemlich schnell. Also dort muss man tatsächlich immer ein wachsames Auge haben. Man sieht schon, die Butter wird etwas glasig. Wasser verdampft langsam. Hier, das ist das Wasser, was so verdampft. Wir wollen eigentlich nur das Fett und das soll leicht bräunlich werden. Man hört auch die Butter, jetzt springt sie nicht mehr so doll, nur noch vereinzelt. Das ist ein sicheres Zeichen, dass das Wasser aus der Butter raus ist. Und schon fängt sie an, Farbe zu bekommen. Und eigentlich reicht das schon, weil der Boden der Pfanne ist ja immer noch heiß. Und das reicht zum Nachbräunen auf alle Fälle zu. Wir stellen die am besten an einen warmen Ort, bis unsere Klöße fertig sind. So, die 20 Minuten sind um. Wir nehmen eine Schaumkelle und schnappen uns einen wunderbaren Kloß. Ich bevorzuge einen tiefen Teller. Nehmen etwas von der Butter. Sie sehen auch, die Butter ist jetzt schön gebräunt, ohne dass wir weiter was zutun mussten. Also schön aufpassen. Ein Löffelchen. Machen schon etwas Butter drüber. Dann eignet sich Zucker und Zimt dazu. Jetzt kommt der große Moment, in dem man in den Gabel und ihn sanft auseinanderzieht. Und Sie sehen, wunderschön, fluffig, weich. Man kann immer noch ein bisschen Zimt und Zucker drauf tun und noch etwas Butter dazu. Ruhig etwas reichlicher. Und so kann er aussehen. So, das ist unser Dessert im Gasthof Maxen zubereitet. Viel Spaß beim Nachkochen, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie nachkochen, machen Sie doch ein Foto, zeigen Sie uns das Foto und dann bekommen Sie eine Tasse Espresso und die Kinder bekommen eine Kugel Vanilleeis. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de